Ich glaub's nicht. Ich bin mir sicher, dass die meisten, wenn nicht sogar alle von euch, sich schon mal überlegt haben, eine Art Selbstexperiment durchzuführen, um zu schauen, ob bestimmte Verhaltensveränderungen einen positiven oder negativen Einfluss auf einen haben. Aber die meisten wahrscheinlich finden keine Zeit oder Motivation dafür. Deshalb habe ich überlegt, dass ich das für euch mache. Selbstexperiment. 7 Tage kalt duschen. Ab heute. Weshalb Badezimmer? Weil wir eben kalt duschen werden. Ja? Okay. Erstens wird sich euer Immunsystem verbessern und ihr werdet weniger häufiger krank durch das kalte Duschen. Zweitens, euer Haut- und Haarbild verbessert sich und eure Attraktivität steigert sich somit. Die Poren verschließen sich durch das kalte Wasser und somit werden mögliche Schäden durch Umwelteinflüsse verhindert. Drittens fördert es eure Testosteronproduktion und ihr seid insgesamt einfach motivierter und selbstbewusster im Alltag. Viertens ist es gut für eure Blutzirkulation, also Leute, die auch Probleme mit dem Blutdruck haben. Für euch ist das auch eine Art Wundermittel, könnte man sagen, denn die Regulierung ist einfach viel besser, dadurch, dass die Blutgefäße sich zusammenziehen und sich dann wieder ausweiten. Fünftens, es verbessert die Aufmerksamkeit und die Stimmung. Also, wenn ihr Probleme habt, euch zu konzentrieren oder immer schlechte Laune habt nach dem Aufstehen, dann ist das eine gute Sache für euch. Sechstens, wenn ihr gerne und viel Sport treibt, dann ist das kalte Duschen eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu. Denn eure Erholung wird sich verbessern und eure Regenerationszeit verkürzt sich. Außerdem kämpft es gut gegen Muskelkater an, somit seid ihr besser und schneller wieder bereit loszulegen. Und zu guter Letzt, siebtens. Das ist wahrscheinlich das, wo die meisten sich drüber freuen werden. Denn durch die kalte Dusche signalisiert ihr eurem Körper, dass euch kalt ist und ihr möchtet ja nicht erfrieren. Deshalb produziert der Körper Wärme und dadurch wird viel Kalorien verbraucht. Also, ich habe richtig Bock auf das Selbstexperiment und mal sehen, ob wir es durchziehen. Und mal gucken am Ende, was es für ein Fazit geben wird. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid es auch. Wir sehen uns später. Ciao. Let's go! Oh. My taboo is fucking dying. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella gente. Fertig. It's fucking great. Okay. Das war Tag 1. Es ist alles nass auf dem Boden, weil ich diesen Vorhang nicht zugezogen habe. Normalerweise dusche ich ja mit Vorhang. Und ja, für euch Leute. Und wir sehen uns dann im nächsten Tag. Mal gucken, ob sich da was geändert hat. Aber, ey, ich bin jetzt voller Energie. Also was heißt hier voller Energie? Ich fühle mich einfach gut, weil
mein Körper wurde halt durch diese Kälte richtig so, wie sagt man, stimuliert oder... Aber es ist nice. Ich bin wahrscheinlich nicht mal fokussiert. Egal. Bis dann. Ciao. So, das war jetzt der erste Tag vom Experiment. Das Experiment geht ja 7 Tage. Ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Die Kaltdusche hat mir echt verdammt gut getan. Auch wenn es nicht einfach war am Anfang. Ich fühle mich jetzt wach und ich muss sagen, ich war den ganzen Tag ziemlich down. Und ich war eben beim Training, da hatte ich auch nicht so viel Lust und so. Das ist halt meine kalte Dusche nach dem Training gewesen. Und ich bin voll, also jetzt ohne Spaß, ich fühle mich echt gut. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Tage, um zu schauen, ob dieser Effekt besser wird oder schlechter oder ob der so bleibt. Weil es kann ja sein, dass der Körper sich dran gewöhnt und dann bin ich nicht mehr so krass aufgepeppt wie jetzt. Also was heißt ja aufgepeppt, aber ich fühle mich einfach besser so. Ich fand, das war eine sehr, sehr positive Erfahrung bis jetzt. Und ich bin gespannt, was noch daraus wird. Ich habe richtig Bock auf jeden Fall. Okay, wir sehen uns dann in den nächsten Tagen. Bis dann. Ciao. Okay, das ist Tag 2. Here we go again. Es ist kalt. Ist schon kalt, aber man gewöhnt sich daran. Wir sind dann und das war Tag 2. Und es fühlt sich immer noch geil an. We found love right where we are. Das ist heute Tag 5. Wir haben es bald geschafft. Yeah. Ja. Oh, ist das kalt. Kalt, Alter. Oh. Es ist kalt. Kannst du mir erlauben, eh? Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, 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 La Mattina. Mi sono dato e ho trovato l'invaso. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono andato e ho trovato l'invaso. So muss das kalte Wasser wieder an. Gar kein Bock, Alter. Gar kein Bock, bin ich ganz ehrlich. Aber was soll's, let's go. Das war's dann mal wieder. Komplett. Heute ist der 6. Tag. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, ich bin hier unscharf, oder? Aber. Oh. Wir haben nur noch einen Tag vor uns und den werden wir auch noch ballern, Alter. Aber kalt duschen ist eine gute Sache.
für das Selbstexperiment. Dusche ich jeden Tag. Ne? Aber ansonsten, nee. Außerdem, jeden Tag duschen ist, glaube ich, auch nicht so gesund. Das war Tag 6 und es geht mir gut. Ich hoffe, wir haben morgen genau noch so viel Spaß wie heute. Wir sehen uns. Bis dann. Leute, heute ist der 7. Tag und ich muss sagen, heute habe ich am wenigsten Bock. Es ist am Morgen und ich habe irgendwie keine Lust. Ich bin voll müde. Und ja, aber ich mach's trotzdem. Also, Tag Nummer 7, der letzte Tag. Let's fucking go. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Heute geht's mir besonders scheiße, aber ich hab's geschafft. 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 Verzeihung. Aber ich hab's geschafft. Yes! Yes! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Woo! Yes! I did it! 7 Tage Selbstexperiment. Ich dachte gleich, ich hab Nasenbluten. 7 Tage Selbstexperiment. Ich hab's geschafft. Kalt duschen. Yes! Leute, haut rein. Ich hab keinen Bock mehr. Bis dann. Ciao. Spaß. Leute, ich weiß nicht genau, ob ich fokussiert bin, aber heute ist der 7. Tag und wir haben es geschafft. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf und ich bin happy, dass wir es zusammen durchgenommen haben. Okay, durchgenommen hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ne? Aber es war im Großen und Ganzen eine geile Erfahrung. Ich habe schon Bock auf die nächste Challenge. Also, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch gerne sehen würdet. Und dann suche ich mir mal was raus und mal gucken, ob wir es umsetzen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir es können. Also, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen und ein Subscribe. Bis dann. Ciao.